Hallo. Sicherlich habt ihr alle schon mal das gelbe Label mit der grünen Pflanze gesehen. Das ist das sogenannte V-Label und dieses V-Label soll vegan vegetarische Produkte deklarieren. Wir von der ProVeg-Regionalgruppe Leipzig haben uns gefragt, was hat es damit eigentlich auf sich? Welchen Sinn hat das für Verbraucherinnen und auch für Produzentinnen? Vielleicht ganz kurz zu uns. Ich bin Oliver von der ProVeg-Regionalgruppe Leipzig. Uns gibt es jetzt ja seit circa 2 Jahren. Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen in Leipzig und Umgebung von den Vorzügen einer pflanzlichen Ernährung zu überzeugen. Wir arbeiten ehrenamtlich und wir haben dafür eine Menge Spaß und können was bewegen. Wir freuen uns, dass wir mit Sarah jemanden gewinnen konnten, der uns darüber super Auskunft geben kann. Hallo, Sarah. Hi Oliver, danke, dass du mich eingeladen hast. Sarah, magst du dich vielleicht einfach mal unseren Zuschauerinnen vorstellen? Klar, total gerne. Ich bin Sarah Akya und arbeite seit knapp 2,5 Jahren mittlerweile beim V-Label ProVeg Deutschland. Wir sind zuständig für die Vergabe des V-Labels und ich bin vorab studierte Ökotrophologin. Ja, und es macht herzlich viel Spaß, in so einem tollen Team arbeiten zu dürfen, die Welt Stück für Stück pflanzlicher zu gestalten. Ja, cool. Jetzt haben wir ganz oft dieses Wort V-Label schon verwendet. Was versteckt sich da eigentlich dahinter? Gute Frage. Also, das V-Label, die meisten von euch kennen das sicher schon. Es ist dieses grün-gelbe Zeichen, das auf Produkten ist, im Supermarkt zum Beispiel zu finden und diese dann vegan oder vegetarisch labelt. So können wir dann als Orientierungshilfe auf einen Blick erkennen, was ist da eigentlich wirklich drin. Wir müssen keine Zutatenlisten lesen und können uns sicher sein. Genau. Es ist eine international geschützte Marke und wird in vielen verschiedenen Ländern vergeben. Warum ist jetzt dieses V-Label jetzt eigentlich notwendig? Also jeder Veganer, jede Veganerin, die kennt es ja, diesen Blick auf die Zutatenliste. Da kann man ja mittlerweile gut sehen, wenn etwas vegan ist oder nicht vegan. Warum ist das eigentlich notwendig, das V-Label? Ja, also erstmal zu dem Punkt, kann man tatsächlich sehen, ob diese Produkte vegan sind oder nicht vegan. Wir beim V-Label, wir prüfen nicht nur die Inhaltsstoffe, die hinten auf der Zutatenliste stehen, sondern auch weitere Stoffe wie Hilfsstoffe, Verarbeitungsstoffe und Nährmedien. Das sind ja, Dinge, die im Prozess auftreten, die aber nicht deklariert werden müssen. Das heißt, sie stehen hinten gar nicht auf der Zutatenliste drauf, könnten aber tierischen Ursprungs sein. Das heißt, allein der Blick auf die Zutatenliste klärt nicht genau ab, ob ein Produkt wirklich vegan oder vegetarisch ist. Zweitens ist es natürlich eine richtig tolle Orientierungshilfe, wenn man nicht immer wieder auf die Zutatenliste umdrehen muss und schauen muss, was steckt da jetzt drin, sondern auf einen Blick klar erkennen kann, ah, okay, das passt zu meiner Lebensweise. Nun hast du gesagt, man kann nicht immer ganz klar sagen, ist etwas vegan, ist etwas nicht. Gibt es so mal Beispiele, wo es wirklich tricky ist? Klar, total. Also ein Beispiel, das vielleicht einigen schon bekannt ist, sind zum Beispiel Weine. Bei Weinen werden über die Hausenblase, das ist die Blase eines Fisches, oder Eiklar, zum Beispiel also wird die Flüssigkeit geklärt. Darüber erhalten wir dann einen klareren Wein, der ist dann nicht so trüb. Es gibt aber auch pflanzliche Methoden, das zu tun. Also wir können das Ganze auch ohne tierische Lebensmittel tun und das wird aber nicht deklariert. Das heißt, ich als Einkäuferin im Supermarkt kann nicht erkennen, ob dieses Produkt vegan ist oder nicht vegan ist. Es gibt weitere Beispiele wie zum Beispiel auch Weichspülmittel. Weichspülmittel sind sehr oft mit tierischen Fetten, ja, da sind tierische Fette drin, damit die Wäsche weicher wird. Oder zum Beispiel auch in Zahnpasta haben wir Glycerin und manchmal auch Gelatine. Das gibt der Zahnpasta die Form. Können wir natürlich auch ohne erreichen. Wir sehen, gibt es ja auch schon einige vegan gelabelte Produkte auf dem Markt oder vegetarisch gelabelte. Darauf können wir gut verzichten. Gutes Stichwort, du hast gerade Waschmittel genannt. In welchen Bereichen wird das V-Label eigentlich verwendet und vor allen Dingen auch wo nicht? Ist zum Beispiel Kleidung und Textilien, ist das ein Thema fürs V-Label? Total. Also wir haben die Möglichkeit, Lebensmittel zu lizenzieren, wie vielen ja schon bekannt ist, aber wir haben eben auch Kosmetik und Non-Food. Das heißt, wir haben drei Bereiche, in denen das V-Label genutzt werden kann und dort prüfen wir unterschiedlichste Produkte von Getränken und Speisen bis hin zu
Ja, Kosmetika oder Reinigungsmittel. Und im Non-Food-Bereich finden wir zum Beispiel auch die von dir genannten Textilien oder Druckerzeugnisse und ähnliche Produkte. Und was ist jetzt eigentlich nicht so lizenzierbar von der Art her? Lizenzierbar ist theoretisch alles. Praktisch empfehlen wir keine Lizenzierung von Produkten, die ein Monoprodukt sind, so nennen wir das. Also Produkte, in denen nichts anderes drin ist, außer einem Zutat, die auch nicht weiter verarbeitet worden sind. Zum Beispiel, wenn wir einfach nur eine Packung mit Cashews haben, die unbehandelt sind und die einfach so in den Markt gebracht werden. Da empfehlen wir es dann nicht unbedingt zu lizenzieren. Es wäre theoretisch möglich, aber da es als Orientierungshilfe dienen soll, empfehlen wir es eben nicht. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich deklariere das selber, das Unternehmen weiß ja doch am besten, ob etwas vegan ist oder nicht. Was ist der Vorteil von dem V-Label dahingehend? Genau das ist zum Beispiel eins der großen Probleme. Es gibt keine klare Definition für vegan und vegetarisch. Vor einigen Jahren haben wir bei der Verbraucherschutzministerkonferenz eine Definitionsempfehlung gegeben, an die sich aktuell auch gehalten wird. Und das ist auch die Grundlage des vegan und vegetarisch Labels, des V-Labels. Das heißt, darauf beziehen wir uns. Aber theoretisch gibt es eben keine genaue Definition. Was ist vegan, was ist nicht vegan? Müssen die Hilfsstoffe auch vegan sein? Die werden ja nicht deklariert. Müssen die Nährmedien vegan sein? Muss das Ganze eigentlich auch tierleidfrei sein? Also darf es keine Tierversuche dann, dürfen damit keine Tierversuche stattfinden oder nicht? All diese Sachen sind ungeklärt und Hersteller kennen manchmal diese Definition nicht. Zum Beispiel Honig empfinden sie als vegan, wobei für viele Veganer klar ist, das ist für mich kein veganes Produkt. Und so haben wir durch unsere klaren Definitionen die Möglichkeit, die Produkte wirklich transparent zu labeln. Und es kommt nicht zu Verwechslungen. Ich habe mir jetzt eine Frage aufgeschrieben zur Zertifizierung. Also wenn jetzt ein Unternehmen sagt, es möchte ein Produkt zertifizieren lassen, wie läuft das eigentlich so ab? Geht ihr da in die Produktionshalle? Schaut ihr danach? Was macht ihr? Im ersten Schritt reichen Unternehmen bei uns erstmal ihre Dokumente ein. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist erstmal eine Dokumentenprüfung. In diesen Listen erhalten wir nicht nur die Inhaltsstoffe, sondern auch die Zusatzverarbeitungs- und Hilfsstoffe. Diese prüfen wir und schauen auch nochmal aufs Layout. Unser Wunsch ist auch, dass beispielsweise auf dem Layout das Label gut erkennbar ist und dass dort halt auch Rezeptvorschläge zum Beispiel für vegane und vegetarische Alternativen sind. Und im zweiten Schritt, nach einer risikobasierten Einstufung, gehen wir auch in die Unternehmen. Wir gehen nicht selbst, sondern wir haben Auditoren, die von uns angeleitet werden, die dort nochmal prüfen, ob die Richtigkeit der Angaben auch eingehalten wird, ob alles so stimmt und ob der Produktionsbetrieb tatsächlich so handelt, wie vorgeschrieben. Jetzt gibt es auf manchen Verpackungen, da liest man dann, es kann Spuren von Milch oder Eiern enthalten. Und dann habe ich aber gleichzeitig gesehen, dass auch das V-Label drauf ist. Wie ist, sieht es eigentlich aus mit diesen Allergenen? Warum ist da das V-Label vegan drauf? Das ist eine sehr häufig gestellte Frage und auch sehr wichtig zu klären. Wir haben einen Unterschied zwischen Spurenkennzeichnungen und zwischen Inhaltsstoffen. Spuren bedeutet, dass auf einem Produktionsband, auf dem beispielsweise vorher, reden wir über Schokolade, Milchschokolade produziert wurde, auch Milch geflossen ist. Dieses wird dann aber gründlich gereinigt, auch nach einer bestimmten Regel. Also auch da gibt es Vorschriften für. Und die Kontamination wird unter 0,1% muss sie gehalten werden. Also das wird zum Beispiel auch geprüft. Und dann darf ein Produkt, das vegan ist, übers Band laufen und hergestellt werden. Nun versichert sich aber der Hersteller bei Menschen, die zum Beispiel starke Allergien haben, oh, okay, wenn jemand da eine ganz starke Allergie drauf hat, kann auch 0,1% noch ein Problem sein. Das ist aber keine absichtliche Zutat. Dementsprechend spricht nichts dagegen, dass das Produkt gekennzeichnet wird. Ah, Genau. okay. Inwiefern müssen die V-Label-Produkte auch tierversuchsfrei sein? Wir haben auch eine Regelung zur Tierversuchsfreiheit, wie vorher schon angesprochen, ist das ebenfalls ein Teil des veganen und veganen und vegetarischen Lebensweise. Und so müssen Endprodukte tierversuchsfrei sein und der Lizenznehmer darf auch keine Tierversuche in Auftrag geben. Ich bin jetzt im Vorfeld des Interviews auch mal im Supermarkt gewesen und habe mal einfach geschaut, wie gut ist das zu erkennen, das Logo. Was mir aufgefallen, dass es so mit so einem Supermarktabstand meistens schwierig ist, vegan und vegetarisch auseinanderzuhalten. Seht ihr diesen Punkt? Ist da gegebenenfalls was geplant?
Das ist ein total guter Einwand. Auch das ist eine Sache, die wir sehr oft hören. Und da das Ziel ist, eine Orientierungshilfe für alle zu sein und da ja der Wunsch ist, dass es wirklich klar ist, dass man auf einen Blick alles erkennt, sind wir natürlich auch da dran. Wir haben alle gehört und wir haben jetzt auch schon den ersten Schritt gewagt. Und Schritt für Schritt werden jetzt die Vegetarisch-Label erstmal leicht verändert. Es ist aber auch noch eine größere Veränderung geplant. Das dauert jedoch ein bisschen, da viele Prozesse dahinter stecken und viele Produkte natürlich erstmal noch länger auf dem Markt sind, auf denen das Label drauf ist. Und wir wollen natürlich auch keine Lebensmittelverschwendung hier haben, sondern erstmal alles aufbrauchen, was schon da ist und dann in Zukunft auch auf die Vorschläge und Wünsche der Verbraucherinnen oder zum Beispiel auch von dir eingehen. Also da wird es Änderungen geben. Genau. Bei den Unternehmen, wenn jetzt so ein Unternehmen das machen möchte, wie viel kostet das ungefähr für so ein Produkt? Unsere Kosten sind sehr individuell, denn unser Wunsch ist es, dass auch kleine Unternehmen wie Startups die Möglichkeit haben, ihre Produkte auch vegan oder vegetarisch zu labeln. Daher unterscheiden sich die Kosten je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und vor allem auch, wie groß der Aufwand ist. Das ist auch im Rahmen der Inspektionen wichtig. Bei größeren Produktionshallen dauern Inspektionen vor Ort einfach auch ein bisschen länger. Und jetzt habt ihr als Lizenzgeber Einnahmen durch das V-Label. Was macht ihr mit den Einnahmen als ProVeg? Also, die Einnahmen als ProVeg sind erstmal, muss man vielleicht darauf eingehen, dass wir ProVeg kein Unternehmen sind, sondern wir sind eine NGO. Also unser Ziel ist es, bis 2040 50% des weltweiten Tierkonsums zu senken. Und unser Ziel ist es, eine pflanzliche Welt für alle zu erschaffen. Genau. Und das ist auch im Prinzip, wofür dann die Einnahmen verwendet werden. Das heißt, sie fließen in weitere Projekte, die Welt ein bisschen pflanzlicher zu gestalten. Und eine Investition ins V-Label ist sozusagen eine Investition in unsere Zukunft. Also gute, viele Produkte mit dem V-Label kaufen. Ja, wie könnten wir jetzt als Verbraucherinnen eigentlich das noch unterstützen, damit sich noch viel mehr Unternehmen labeln lassen? Das wäre beispielsweise möglich darüber, dass man die Produkte, die man sehr gerne hat, aber bei denen man sich selbst auch mal unklar ist, hey, ist das jetzt wirklich vegan? Auf der Zutatenliste ist jetzt nichts drauf, aber bin mir jetzt nicht so sicher. Einfach mal die Hersteller anschreiben und den Herstellern vorschlagen, hey, habt ihr euch denn schon um eine vegane Lizenzierung bemüht? Das ist auch für die Hersteller einfacher, da dann nicht mehr so viele Anfragen reinkommen, sondern die Produkte ganz klar sind. Dementsprechend geht in den Supermarkt, schreibt E-Mails an die Unternehmen, bei denen ihr euch wünscht, dass sie auch ein vegan oder vegetarisch Label tragen und dann können wir auf eine pflanzliche Zukunft hinarbeiten. Cool. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele unserer Zuschauerinnen vielleicht selber Lust bekommen, beim V-Label zu arbeiten. Ist das möglich? Kann man euch konkret unterstützen? Total. Wir sind gerade beispielsweise noch auf der Suche nach neuen Mitarbeitern im V-Label und auch generell in unserer in unserem Unternehmen, in unserer NGO in Berlin. Geht gerne auf unsere Webseite ProVeg und ja, schaut dort einmal, welche Stellen gerade offen sind, bewerbt euch. Wir freuen uns auf euch und ja, sind gespannt. Also ich habe das Gefühl, doch jetzt schon relativ viel zu wissen. Ja, wie viele Produkte sind eigentlich mit diesem V-Label-Stand jetzt zertifiziert? Und was ich halt auch spannend finde, es werden mal schon einige sein, wird es vielleicht auch mal so einen Supermarkt für die V-Label-Produkte geben? Es sind knapp 40.000 Produkte weltweit aktuell mit dem V-Label lizenziert. Die Zahl ist geschätzt, aber steigend. Also wir sehen in den letzten Jahren einen großen Aufwärtstrend, was uns natürlich sehr freut und unseren Bemühungen auch gleichkommt. Und ja, ein Supermarkt ist eine klasse Idee. Falls du einen aufmachst, werde ich auf jeden Fall vorbeikommen. Es wäre wirklich ein Traum. Okay, abschließend vielleicht, wo können sich Verbraucherinnen jetzt eigentlich weitgehend informieren? Weitergehend informieren kann man sich auf unserer Webseite www.v-label.eu. Dort kann man das Land Deutschland auswählen und in unseren Frequently Asked Questions findet ihr auch noch mehr Fragen, die spannend sind hinsichtlich Kriterien, verschiedene Produkte. Ja, klickt euch gerne mal durch und wir freuen uns darüber. Sarah, vielen Dank für die Antworten, vielen Dank fürs Gespräch und dann Grüße in dein Büro.
und gutes, schönes Wochenende. Ich danke dir, Olli. Liebe Grüße nach Leipzig und in die Regionalgruppe und natürlich auch an euch alle. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich freue mich aufs nächste Mal.